Was haben Tomate und Fisch gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, oder doch? Schauen wir uns den Fisch mal genauer an. Es handelt sich hierbei um einen Tilapia. Der Tilapia ist ein Warmwasserfisch und mag es dementsprechend gerne warm. Am liebsten 27 Grad, wie in diesem Becken. Die Tomate mag es auch gerne warm. Damit können beide, Fisch und Tomate, wunderbar in einem entsprechend temperierten Gewächshaus gedeihen. Und genau das geschieht hier unter einem Dach. Der Fisch in Aquakultur, die Tomate in Hydroponik gezüchtet. Macht zusammen Aquaponik. Die Grundidee basiert darauf, sämtliche Nährstoffe aus der Fischzucht einschließlich des Kohlendioxides für Gemüseproduktion zu nutzen und somit ein geschlossenes Aquakultursystem mit einer Hydroponikanlage zu kombinieren. Zum Gemüseanbau wird hierbei die Nährfilmtechnik verwendet, bei der mit Nährstoffen angereichertes Wasser in einem Rinnensystem zirkuliert, in dem sich die Wurzeln der Pflanzen befinden. Was normalerweise durch die Zufuhr von Mineraldünger geschieht, wird hier aus der Fischzucht gewonnen, indem das Fischabwasser gefiltert und in nährstoffreiches Wasser verwandelt wird, das wieder zurück in den Fischkreislauf fließt und gleichzeitig die Pflanzen düngt. Dafür benötigt man ein Gewächshaus, in dem beide Kulturen unter einem Dach ein in sich emissionsfreies und damit absolut nachhaltiges System bilden. Daraus ergeben sich weitere Vorteile. Zum einen ersetzen die Nährstoffe aus der Fischzucht nahezu komplett den Dünger für die Gemüseproduktion. Zum anderen können innerhalb des Gewächshauses sämtliche Ressourcen doppelt genutzt werden. Die vor externen Umweltbelastungen schützende Gewächshaushülle, die Heizenergie sowie das kostbare Gut Wasser, welches mittels Kühlfallen wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Dadurch wird der Wasserverlust auf weniger als 3% gesenkt und entsteht nur noch durch die Entnahme von Tomaten, Fisch und Abfallprodukten aus dem System. Damit ist das System nicht an die Nähe größerer Wasservorkommen gebunden und somit auch für wasserarme Gebiete besonders geeignet. Doch wie funktioniert das nun genau? Da von den Fischen ausgeschiedene Substanzen im Wasser akkumulieren, muss in einer geschlossenen Fischzuchtanlage wie der im Aquaponiksystem ständig neues Wasser zugepumpt und das schädliche Abwasser abgelassen werden. Dieses wird jedoch nicht einfach entsorgt, sondern wie in der Natur in nährstoffreiches Wasser für Pflanzen nutzbar gemacht. Dazu fließt das Abwasser zunächst in einen Lamellenfilter, in dem sich die Schwebestoffe wie Fischkot und Fischfutterreste absetzen. Diese Schlammabfälle werden in eine Biogasanlage abgelassen, in die neben den Kot- und Fischfutterresten die Tomatenschnittreste gelangen und vollständig verwertet werden. Bei Bedarf durchläuft das Wasser dann noch einen Siebtrommelfilter und fließt anschließend in den biologischen Filter. Dort rieselt das Wasser auf die Füllkörper, auf denen Bakterien siedeln, die das noch im Wasser enthaltene ungünstige Ammonium in Nitrat umwandeln. Ein hervorragendes Düngemittel. Gleichzeitig gast durch die Verwendung von Tropfkörpern das Kohlendioxid ab und fließt somit nicht wieder in den Wasserkreislauf zurück, sondern wird auf natürliche Art und Weise von den Pflanzen in Sauerstoff verwandelt. Das durch Nitrifikation aufbereitete Wasser aus dem Auffangbehälter des biologischen Filters fließt nun einerseits zurück in die Fischzuchtbecken
und wird andererseits über ein Einwegventil in den NFT-Tank geleitet, wo es als Nährfilmlösung gelagert wird, der nach Bedarf der Pflanzen auch noch einzelne Substanzen zugeführt werden können. Vom NFT-Tank wird dann die Nährfilmlösung von einem Verteiler in die Pflanzenrinnen der Hydroponikanlage gepumpt. Die Wurzeln der in Steinwolle aufgezogenen Pflanzen werden dabei direkt vom Wasser umspült und nehmen die darin enthaltenen Nährstoffe aus dem gefilterten Fischwasser auf. Kühlfallen fangen das Transpirationswasser der Tomatenpflanzen aus der Luft auf, das von dort aus wieder in die Fischbecken gelangt. Die Photovoltaikanlage erzeugt gemeinsam mit der Biogasanlage die benötigte Energie zum Betrieb der Anlage. Eine Wärmepumpe sorgt für eine ganzjährig gleichmäßige Temperatur, sodass Tomate und Fisch sich gleichermaßen wohlfühlen und wunderbar ergänzen.